Hier ist Rolf von Tesla Owners US und heute darf Danny das Küken fahren. Und zwar wollte sie eigentlich unbedingt einen Audi haben. Und wir wollen mal versuchen, ob das geht, dass wir die von was anderen überzeugen können. Und das wird ihr erfahren während und nach der Fahrt. Also dranbleiben. So, da haben wir schon alles eingestellt für die Fahrt. Und alles eingerichtet, eine Einweisung hat sie bekommen und dann geht's los. Danny darf losfahren und ich mache da mal ein paar Ausschnitte während des Fahrens. Warte mal, mach mal den rechten Fuß auf die Bremse. So, put the right foot on the brake. Ach, so stimmt, man fährt ja nur mit. Ja, genau. Brauchst du nur mit. So, oh, you only need to put with drive as one. So, now put the level down. That level all the way down. All the way down. Yes, now it comes in D. In driving. Now, if you take the foot off the brake, then you can start. Nimm mal den Fuß runter. Ja. Da, dann rechts. Dann and right. Mhm. Warte mal. Langsam. Slowly. Good. Okay, now you can drive. Now, regenerative braking. That means if you take the foot off the pedal, oh, the speaker coming automatically off. Ja. Works out. Works out good. Thank you. So, don't come so close to the curbside. Just always big. Also nicht so nah hier rangehen. Immer große Schwingungen fahren da drum. Ja, also große Kurven fahren. Okay. So, drive big curves around. Ja, yeah, so turn right. Oh, I'm the teacher basically, ja. Yeah? Okay. Yeah, just push it all the way up. Yes. Okay. And here we go. Great. Is someone behind us? Yeah. He needs to wait. So, speed limit is 30 miles per hour here. Hier 30 Geschwindigkeit, 30 Meilen pro Stunde Geschwindigkeit, ungefähr 50. So, we're gonna have this movie in both languages. So I'm gonna have it in English first and then we have it in German as well. So, see that? So here the lanes are recognized, you see that here? Mm-hmm. So if you wanna have the car driving itself, keep driving. And then you see if the lanes are gray, wenn die Linien hier grau sind, dann einfach Doppelklick darunter machen, diesen großen Level hier. Ja, und jetzt loslassen. So, and let loose. And now the car accelerates to 35. From time to time, the car reminds you that you have to be alive. And you have to operate the steering wheel. Keep the hands on it close. Yeah? Okay, that works. Up. Did you break or the car? It's a car. The car broke, yeah? Yes. Also das Auto hat angefangen zu bremsen. And here, and now you have to brake for yourself, because of now the traffic light cannot be recognized. Also anhalten und hier links. Hier links. Genau. Yeah. Good. Ja. Hast du gemerkt, regenerative braking, also Rekuperation? Ja. Sofort, also den Fuß runternimmst, dann fängt er an zu bremsen. So as regenerative braking, as soon as you take the foot off the pedal, the car will start braking. And now we have to wait a little bit because it just had green light. This was a loud car. This is a silent car. Das war ein ziemlich lautes Auto. Wir sind ein bisschen leise hier. Und ach so, this is braking automatically. You can take the foot off the pedal if that's on hold. Also du kannst. So, das ist bremst automatisch. Ja? Wenn das hier auf hold anzeigt, dann wird das automatisch gebremst. Ja? Also braucht da nichts. Brauchst nichts weiter zu machen. Also das Gas. Danach auf das Gas treten, ja. Wenn du jetzt, würdest du jetzt noch den Hebel nochmal betätigen, also nochmal auf die Bremse, dann würde das Hold
vacuum. So if you put it, now you can start. Yeah, it's green. Okay. Yes, and turn left. Good. Is that comfortable? Yes. Also das, ja. Komfortabel, ja? Ja. Does it feel funny when it's not making any noises? Oder ist das lustig, wenn es aber gar keinen Klang macht? Oder ist das mehr entspannt? Es ist entspannt. Entspannt. Ja. So it's more relaxing. It doesn't make any noise. So it would break now in front of you, as in front of this car, because there is an obstacle. The car is im Weg, geradeaus. Straight. Und jetzt merkst du, wenn du den Fuß runternimmst, es bremst automatisch, ne? So if you take the foot off the pedal, it immediately brakes. And here is another Tesla. Just write to us, just go to and say hi. Another Tesla on the other side. So, the cars are coming, guys. So there's another Tesla just accidentally, without talking to you. She wants to race us. No, we just we relaxed. Yeah, wir sind immer die schnellsten an der Ampel hier. So we're always the fastest one at the traffic light, and you can go. Yeah. And here's the other Tesla driving in front of us. That's the silver one. I think silver color is not being produced anymore. And they are just driving in front of you. The car would have braked then. If you had an autopilot and someone crosses you, the car would have braked. Also der Auto wird fahren oder anhalten. Fahr mal hier rechts auf die Autobahn. So to dry on the highway. You see at the end there? Yeah? Also muss ich jetzt rüber. Rechts, ja. Right. Okay. Kann ich fahren? Ja, er muss warten. Er ist grün, ja, der muss warten. Und jetzt kann ich rüber. Und dann kannst du hier rauffahren. Lange Kurve, große, breite Kurve. Ich kann es nicht, dass er von alleine abbremst. Das ist irgendwie total komisch. Aber da gewöhnt sich dran. So, she's getting used to that auto regenerative braking. So hold the steering wheel, push the pedal down. Pedal down, push. No, down, push it. Ach so. Oh, yeah. Okay. Accelerating. So, hier links. Ja. Ja, das kann man auch hier sehen. An der Spur. Soll ich noch weiter rüber oder? Oh, wenn du willst. So, another lane change. And autopilot, double click. Ja, autopilot. You activate it. Now it's accelerating up to 75. Yeah? Okay. Now only relax, keep the arm on the steering wheel. So that's all what you have to do. Also nur so ein bisschen kurz dran. Be aware that you might have to take over. But otherwise, relax driving. Yes. Ja, also bestätigt worden. Relaxed driving, also entspanntes Fahren. So, jetzt fahren wir die ganze Zeit hier, bis wir dann irgendwann mal wieder runterfahren. Das ist jetzt Pebble Creek, Estrella Mountain. So, we keep driving. And then it reduced the speed because of the car in front of you. Also wegen dem Auto vorher. Ach so. Jetzt ist wieder freie Strecke, now it's free lane. And now you see the truck here, and you see the truck here as well. You see that? Yeah. And it's going to 303. Yeah, let's go to 303 automatically. So now there's a car in front of us that's reducing the speed. It has a whole bunch of load in front of us there. That car. You cannot see it so good now. But we are going on 303. Fahren auf diese Autobahn drauf, der 303. Und dann fahren wir so ein Stück runter, dann fahren wir Indian School wieder runter. Ja? Oh, ein kleines. Wo muss ich jetzt lang? Wiggle the steering wheel, that happens. Ja, also mal ein bisschen dran drehen, noch ein bisschen mehr. Ja, jetzt hast du ausgeschaltet, aber das macht nichts. Naja. War ein bisschen zu viel. Ja? So, jetzt machst du rechts einen Blinker.
ich jetzt noch auf den warten? Oh, ja, okay. Naja, warte mal. Kannst du rüber? Ja. Okay, da gibt es 202 North und South. Und wir fahren 303 North und South. Wir fahren 303 North. Genau, das ist die Strecke. Ach, okay, geradeaus. Genau. Jetzt hast du Auto, das hast du nicht Autopilot, nee. Jetzt hast du nur Cruise an. Aber er fährt von trotzdem von alleine. Ja, der fährt bis 75, geht er hoch. Ach, okay. Ja, so jetzt machst du mal Autopilot, machen wir einen Doppelklick. Ja, genau. Jetzt geht er in North. Und er wird auch in der Kurve bremsen. So we also will brake in the curve. Ja? Okay. So now it's 303 North. Over here. And it reduces speed already, but it does not recognize that speed sign here. Okay, let's. Is he? Very quick driving. Oh, did you see that? It only had to reduce in this curve up to 70. And it was a speed sign which was a little lower than that. I cannot say it here publicly. Now you're on 303, good. And it should merge into the 303. Und das, ja, bleibst auf der Spur hier, 303, jetzt hat er freie Spur. Genau, super. Ich mache ja gar nichts. Nee, brauchst du nicht. So, no activity required, just a little bit watching. Ne? Und da ist eine Autobahnabfahrt Indian School Road und die fahren wir runter. Gleich mit nach rechts, ne? Einen nach rechts rüber, und genau. Darf ich das neben ihm? Mach mal einen Blinker. Er war nach links, oder? Nee, super. Jetzt kannst du wieder einen Doppelklick machen, wenn du willst. Aber nee, kommt ja hier schon die Abfahrt. So, now is the exit. You're going to turn right. Hier. Hier rechts. Genau. So. Und jetzt hat er immer noch Cruise Control an auf 75, gebe auf die Bremse. Ja, genau, jetzt sind wir runter von der Bremse. Jetzt kommt Automatic Regenerative Braking Kicks in. You notice that? Ja, okay. Na, fahren wir ein bisschen schneller, sonst wird der sauer hinter uns. So. And then turn right here. Rechts. Den Blinker rechts. Ja. Also eine Ampel wird er noch nicht halten. So, it does not stop at the stop sign yet. Gut, ne? Das, also das, aber das, diese Energie, die musst du zurückkriegen in deine Batterie. Warum sollst du damit irgendwas Bremsscheiben verschleißen und Bremsbeläge verschleißen? Ja, du darfst bis zur Stopplinie vorfahren. Oh. Ne, hast du auch gelernt so in der Schule. Ja, das passiert mir trotzdem in Deutschland auch immer. Dann stehen die immer weiter vorne alle. Da müssen sie alle warten auf dich. So, hier kannst du rechts fahren, wenn frei ist. Ne? Ach so. Und jetzt, du dürftest rechts abbiegen, wenn frei wäre. Kannst du also langsam vorfahren und gucken nach links, ob da ein Auto kommt. Ne? Mhm. Weil turn on right, turn, also. Also ist frei. Siehst du was? Alles frei? Ja, den kannst du fahren. Ja. Super. So, jetzt pass mal auf. Ich pass auf. Und versuch mal. Beide Hände am Lenkrad halten und einmal richtig runterdrücken das Pedal. Ja! Das ist Tesla, das Tesla Smile. Das ist das Tesla Green. Wir müssen nochmal abstoppen und, noch mal, und dann nochmal und nochmal runter. Oh, ja! Das macht Spaß. Schneller als ein Audi. Gut, und jetzt kannst du, wenn du willst, nur keine Lust hast mehr, kannst du den Autopilot anschalten. Die Spuren sind erkannt, ist da in Grau. Dort. Mhm. Du kannst auch selber fahren, wie du willst. Mach selber. Ja, selber macht mehr Spaß. Ja. Ja? Ich bin auch immer einer, der immer genau Strich fährt. Also genau, Speedlimit fährt, ja. Ja.
Aber in Deutschland ist da stehen überall Blitzer, ne? Ja. Du willst ja nicht, du hast ja gerade deinen Führerschein bekommen, ne? Ja, vor einem Jahr. Ja, vor einem Jahr. Danach gibt es ja so eine Probezeit. So, ja. There's a probation period on the driver's license in Germany and you cannot afford to drive to get points or to get tickets and so on. So you have to watch that. And she's watching that, always driving accurately speed limit. So, ja, Danny, du passt ja genau drauf auf. Ja, ne? Ganz ja. Ordentlich. Ja. Ja, du bist ja nicht gehört, du bist ja Auto fahren und ja. Ich das wieder verlieren. Genau. 2 Jahre ist die Probezeit also. Ja. 2 Jahre, ja? Mhm. So noch ein Jahr. Probation period is 2 years in Germany when you get your driver's license with 18. Did you did it with 18? Did you get your driver's license when you were 18 or when was? 17. 17? 17? Ah, yeah. 17 already. Good. That's fun. Yes. Wenn man das nächste Mal rotes Licht kriegst, dann kriegst du gleich runter, drückst du gleich runter und ziehst von der Ampel weg. Okay, so, okay. Verstehst du, dein nächstes Red Light? Ja. Wenn die freie Strecke haben, wenn da nicht vorher jemand da ist, dann drückst du doch mal die Pedale runter. Das Lustige ist, dass hier ja die Ampeln hinter der Kreuzung sind, bei uns sind die ja vor der Kreuzung. Ja, genau. Das und da muss man sich dran gewöhnen hier. Ja, so. Genau. So, the traffic lights are in Germany in front of the intersection and in the US behind the intersection. So the lights. So that's a little bit to get used to. So now there's a car in front of us. Sad. Yeah, okay, and we are exercising a passing. Because usually the vans are the slowest one on US roads. Normalerweise diese Vans sind die langsamsten. Ich fahre mit Autos. That sounds good. That's fun. Mm-hmm. Do not drive do not buy a gasoline car. It would just be nonsense. Because it would be a waste of money. Really. Mm-hmm. Yeah? Ach so. Also kauf nicht ein Verbrennungsfahrzeug. Das ist nichts mehr wert nach ein paar Jahren. Dann fällt auseinander und dann hast du so viel Geld ausgegeben. Dieses Fahrzeug wird dir ja ewig halten. Gut zu wissen. So, biegt der jetzt ab oder nicht? Nee, der blockiert wieder die Spur. Ah. Okay. Hätten wir mal vorhin machen müssen. Cruising smooth through the traffic. Irgendwann musst du mal rechts rüber, ne? Auf der, das ist die erste, zweite oder dritten Ampel. Kann ich ja jetzt schon. Ja, wenn du willst, wenn du Zeit hast. Platz. Ich hab Zeit, ja. Ja, Platz. Ja. Gut. And then you see all of the cars in front of us. And they are showing over here or over there. Both ways. Then you have the car in right of you, it will show as well. There's a car behind you, and actually there is a car behind us. Maybe see that. Maybe see that. And there's a car left of you, just coming, and you see it this way. All there. The sensors keep track of all cars around you. What you usually should do as a driver. Also normalerweise muss als ein Fahrer das genauso machen. Das ist ein roter Tesla, komm her, guck mal. Der fährt gleich hier vorbei. Genauso einer wie der, den du jetzt fährst. Da ist er. Vorbeigefahren. Gibt's immer mehr. Na, wenn man 95.000 Fahrzeuge ausliefert im Quartal, das ist schon eine ganze Menge. Die haben das letzte Quartal haben sie 95.700 Fahrzeuge geliefert. Schlecht. Weltweit. So, wenn du willst, kannst du dich langsam vortasten und hier rechts abbiegen. Wenn da kein Auto kommt. Und auch kein Fußgänger, ne? Oder Radfahrer, ne? Da musst du alles drauf achten. Ne? Ja, davon gibt es hier nicht viele. Ah, cool. So, dann darfst du. Genau. Und dann musst du dich irgendwann mal wieder links einordnen. Ja.
Wie geht's denn jetzt mit dem Regenerative Braking, also mit dem Fuß vom Pedal nehmen? Schon langsam dran gewöhnt, ja, ne? So eine kurze Strecke. Innerhalb von einem Tag hast du dich ja so dran gewöhnt. Du kannst auch so ein bisschen den Fuß vom Pedal nehmen, dann bremst du nur so ein bisschen. Ja, das habe ich schon gemerkt, damit ich langsamer bremse. Manche genau. Mehr, genau. Ja. Dann, wenn man sich dran gewöhnt, dann kann man es auch einschätzen. Und dann kannst du hier der links abbiegen hier. So, passt. Super. Mhm. Entgegen kommt, genau. So, und jetzt musst du gucken. Da kommt dann noch jemand entgegen. Da ist auch kein Radfahrer, kein Fußgänger, nichts. Jetzt kannst du rüber. Ja, super. So. Und Drivers Teacher as well. Ja, klasse. Ja, macht Spaß. Und da hinten ist eine Ampel. Mhm. Einen großen Kreis, einen großen Bogen wieder drum fahren. Weil das Auto ist eigentlich breiter, als man denkt. Echt? Ja. Ich habe schon dreimal Leute haben mir an den Curb Rash gegeben hier. So. Also, geradeaus, aber weiter. Nee, jetzt willst du noch einmal weiterfahren? Dann fahr nochmal geradeaus, ist egal. Oh, passt wieder auf den Speed auf. Genau auf die Geschwindigkeit. Komisch, ne? Ja. Nee, das ist auch in Ordnung so. So, she always watching the speed exactly. So. But how does it count if you drive over the speed limit here in the US? You're not getting points in Germany. Also, yeah. So that probably would not need to care. So, also, dann brauchst du normalerweise da nicht drauf aufpassen. Ne? Ja. Ja. Ich habe auch eine Blitzer einfach gesehen davon. Ja? Oh, okay, halt hier rechts, ne? Die Ampel wird gleich umschlagen. Ja. Das heißt, Ich muss wieder langsam vortasten. Er muss wieder stoppen. Also jetzt sowieso erstmal. Mehr. Jetzt musst du so aufpassen, weil die jetzt grün kriegen. Ne? Und dann sind einige Autos hier, wo das nicht. Ah, könntest du jetzt schaffen. Jetzt, wenn die jetzt hier abbiegen dürfen links, ja, dann könntest du rumschauen. Aber. Ich will es nicht riskieren. Nee, ist schon gut, vorsichtig zu fahren. Ne? So, she's careful. Driving careful is important. Approach dich nochmal, so ganz kurz. So, approach into the intersection. Ach so, geradeaus jetzt? Nee, rechts. Ach so. Rechts. Rechts, versuch mal. Guck mal. Das. Langsam. Genau. Der mit Rot, ne? Ja. Now watch this car in front of you. Ach so. So, they have left turn. So, und jetzt kannst du rechts haben. Ja. Haben die Vorfahrt dann? Ja, weil die links turn haben und du hattest noch Rot. Ach so. Ja. Das ist der Pfeil war da. Okay. Du musst einmal noch nach rechts rüber. Ja. Und an der Ampel wieder rechts fahren da hinten. So, and then turn right on the next traffic light. Ja. Also super. Du musst einen Bogen fahren. Ja. Schön. Und dann da wieder rechts. And right again at the stop sign. Muss ich jetzt auch halten? So. Das ist Stop. Ja, ja. Da muss man anhalten. Eigentlich. Stop means Stop. Okay. So in the US you can stop here or you can stop where you can see here and then you can drive. So, but you have to just come to a complete stop. That's the only limit, the difference there. I think in Germany you have to stop at the stop sign. Du musst am Stoppschild halten in Germany, ne? Ja, kommt auf an, ob eine Linie da ist. Ja. Und hier muss man nur einmal anhalten, aber man muss einmal richtig anhalten. Und da kann man auch an der Sichtlinie anhalten. Und da muss man nicht unbedingt da, wo das Zeichen ist, anhalten. Weil das bringt ja dann auch nichts. Da hat man angehalten und dann fährt man, sieht man nichts. Nee, die nächste rechts. Oh, hätte ja klappen können. 132 ist das, 133. Then you just drive on the driveway and then I do the rest. Okay. Hier. Ja.
So. Weiter. Gucken, ob ein Auto kommt. Ja, der würde von rechts vor links, das stimmt, das würde sogar. Das stimmt, der würde Vorfahrt haben. Wo muss ich jetzt hin? Hier? So, nee. Genau, doch, da auf die Auffahrt. Das Tesla-Zeichen-Ding. Ja. Ist das so breit? Ja, ist gut. Ja? Musst du so rangieren. Hier fährst du nach vorne, weiter, weiter, weiter. Noch ein Stück. Piept noch ein Stück, ja, piept. Fahr noch weiter. Ja, jetzt siehst du es. Mhm. Jetzt anhalten, jetzt drückst du auf Parking, drücken. Das Ding drücken. Genau. So. So, Dani, jetzt kommen die Fragen. Wie magst du das Auto? Sehr. Also sehr? Fährt sich schön, ja. Fährt sich schön? Laut oder leise? Leise, entspannt. Leise, entspannt, ja. Gut, ja. Würdest du so ein Auto kaufen wollen, wenn du das Geld hast? Ich denke schon. Ja? Also, da war ja jetzt die große Frage, Audi oder Tesla? Was für ein Audi wolltest du denn haben? Ein R8. Oh, nur so ein kleiner R8, ja? R8 ist ungefähr vergleichbar mit einem Model S, ne? Ja. Ein R8, ja. Und, aber vielleicht auch ein Model 3. Ja, weil die Ausstattung ist hier schöner. Und die Spiele, ne? Ja, die Spiele. Ja, wahnsinnig hat sie gespielt und hin und her gefahren, hat alle im Beachbuggy alle Liegestühle umgehauen. Und ins Wasser gefahren. Ins Wasser gefahren, wieder zurückgefahren, falschen Weg gefahren, die Hühner umgehauen und so weiter. Aber trotzdem noch den vierten Platz gemacht. Ja. Und das hat sie dafür qualifiziert, dass sie fahren durfte. Oh. Nein, hätte sie auch schon vorher machen können. Na klar. Also, wenn euch das gefallen hat, abonnieren. Abonnieren kostet ist nichts, sagt immer Dennis. Das kann man so machen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Und Thumbs up, also Daumen nach oben, wenn ihr das mögt. Und ich glaube, Danny hat Spaß gehabt. Ja, viel. Ja. Okay, gut. Ciao. Tschüss. I went and said